So, weiter geht's mit einer neuen Folge und Aufnahme von Let's Play Minecraft von Herr Sommer mit dem Herr Sommer Texture Pack. Und ich gucke mal gerade, wo wir als letztes stehen geblieben sind. Building Terrain. Und los geht's. Ah ja, wir hatten das Schlafzimmer leicht verändert. Und waren auf der Suche nach Wolle zuletzt. Ich glaube, wir haben immer noch keine. Jede Menge anderen Kram. Zwei Spawner entdeckt. Extrem dicht an der Oberfläche. Aber keine einzige Wolle. So, ich glaube, ich könnte mir für die Rüstung noch mal was zurechtlegen. Und jetzt wird es auch langsam eng in der Kiste. Es ist eng. Es ist auch eigentlich kaum noch gar kein Platz mehr drin. Das schreit nach einer zweiten Kiste. Finde ich gerade ein bisschen doof. Eigentlich wollte ich jetzt neben der Suche nach Schafen mit Wolle erst einmal, was wollte ich denn? Höhlen erkunden. Und das ist natürlich, das kann ich jetzt erstmal knicken. Ich muss mir mal eben einen guten Ort für eine zweite Kiste suchen. Ich bin mir noch immer nicht sicher, wo mache ich die zweite Kiste hin. Dieses Ding hier finde ich irgendwie auch noch ganz blöd. Ich mache jetzt auch mal Musik an. So. Okay, besser ist's. Ja, ich denke, ich mache das so wie immer. Erst bauen, dann denken. Und zur Not kann ich ja die Kiste auch noch wieder abreißen. Machen wir mal gleich zwei. So, na komm her. Hallo. So, irgendwas wollte ich jetzt noch loswerden gerade. Was war das? Schwarzpulver auf jeden Fall. Und die Eier. Und dann wollte ich noch gucken, was brauche ich noch an Rüstung. Ein Höschen wäre ganz nett. Da. Passt, 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 passt. So. Ah, jetzt fehlen noch Schuhschuhs und ich glaube, die Mütze müsste ich dann irgendwie auch nochmal neu machen. Hatte ich nicht zwei Kisten gebaut? Ich hatte nur eine gebaut. Ich hatte. Super. Hirn ganz ausschalten. Geht dann irgendwie doch nicht. So, wohin mit dem Kram? Erstmal hier hin. So, sortieren wir auch gleich ein bisschen um in. Ja. Baumaterial und alles, was nicht Baumaterial ist, erstmal da rein. So, dann hole ich das aus der anderen Kiste auch mal eben. Ah, kein Baumaterial. Das auch nicht, das auch nicht. Nein, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. So, bei dem Rest würde ich sagen, ich habe gar keinen Platz mehr, also erstmal rübertragen. Eier, Hühner, Sattel und den ganzen anderen Kram. So müsste es gehen. Ja, zum Schluss hin muss ich dann doch nochmal sehen, dass ich da eine vernünftige Beschilderung auch dran kriege, was wo drin ist. Eine Futterkiste, Holzkiste, Stein, Kohle, Erze, was auch immer. Ist eigentlich ganz sinnvoll. Mob Drop gibt's ja auch noch. Also das hier ist noch ein bisschen durcheinander. Das kommt aber dann noch irgendwann. Eins schön nach dem anderen. So, ach so, das Eisen. Dann renne ich eben nochmal. So, brauche ich denn jetzt noch irgendwas? Ein Schwert sollte ich mir mal bauen. Eine neue Spitzhacke wäre auch nicht schlecht. Und eine Schaufel. Und ich glaube, der Rest ist eigentlich noch. Ne, eine Schaufel brauche ich ja gar nicht. Also nur Schwert und Spitzhacke. Habe ich noch Stickies? Ja. Spitzhacke. Und ein kleines Schwert.
So. Platz habe ich auf jeden Fall. Holz habe ich, Stickies habe ich. War mit dem Bogen dabei? Ja. Ja. Also, Wolle und Kohle ist der Auftrag. Holz kann auch nicht schaden. Hier wollte ich irgendwann nochmal eine Brücke drüber bauen. Das muss man eben warten. Jetzt geht's erst in den Untergrund. So. Keine Viecher in der Nähe, kein... Nein, Creeper, nein. Okay. Ich glaube, hier waren Höhlen. Irgendwo da hinten. Und vielleicht sind ja da in dem, was war's, Sumpf, Wald. Ja, auch ein paar Schafe. Wald. Nee, ich glaube, Wald ist jetzt nicht so die Schafgegend. Was ist die Schafgegend? Wo sind Schafe? Wo gibt es Schafe? Bock. So. Duck, duck. Und hier hoch. Einmal gucken. Ach ja, nachdem ich ja nur gestern meine Aufnahme fast am Haus vorbeigelaufen wäre, wäre es vielleicht auch gar nicht so doof, sich A, mal so einen Kompass zu bauen. Ich glaube, das könnte ich sogar schon, wenn ich Kohle hätte, um das Eisen zu und das Gold zu schmelzen. Und eventuell wäre auch eine Uhr ganz nett. Keine Schafe. Höhle. Okay, Kohle ist immer gut. Weiß noch nicht, ob ich da jetzt reingehe, aber also die Kohle nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann schaue ich mal weiter. Jetzt darf es nur nicht machen. Ach, ich vertraue hier auf mein Glück. Ich habe ja auch nicht so viel zu verlieren. Der Spawnpoint liegt im Haus. Was soll passieren? Gut, ich finde hier nicht wieder hin, um meine Sachen zu holen, aber puh, irgendwas ist ja auch immer. Geht es hier noch tiefer rein? Da ist sogar noch Eisen. Da geht's rein. Hier geht's auch rein. Fangen wir mal hiermit an. So, ich habe auch so vorläufig jetzt erstmal beschlossen, wenn die Bude einigermaßen fertig ist, werde ich mal ein bisschen in der Gegend rumrennen und einfach mal schauen, ob ich nicht doch noch irgendwo vernünftige Berge finde, weil diese kleinen Hügelchen, bäh. Aber erst wird die Bude fertig gebaut. Es kann ja nicht sein, dass ich hier, was weiß ich, jetzt wieder ein neues Let's Play anfange, wo ich das hier noch nicht mal richtig, eigentlich noch nicht mal richtig begonnen habe. Und da kann ich nicht schon wieder was Neues machen. Das wäre ja wohl voll doof. So, da ist noch Kohle, Kohle, Kohle ohne Ende. Gut, diesmal werde ich dann auch bei der Höhlentour etwas mehr die Kohle, glaube ich, einsammeln. Weil irgendwie hatte ich vorhin dann doch einen leichten Mangel zu Hause. In der Kiste war nichts, in den Öfen war nichts. Und irgendwie braucht man das Zeug ja doch auch permanent. Ob man da jetzt Cleanstone mit machen will oder sonst was, Eisen schmelzen. Fackeln, man braucht Kohle. Also mitnehmen. So, da geht's wieder hoch. Upsala. Fackeln, wie immer, rechts setzen. Schaufel raus, nehmen Spindetür, Skelett. Na komm her. So, sehe ich schon eine Spinne hier? Nee, aber ein Skelett. Entschuldigung, aua. Und ein Creeper! Scheiße! Wo ist die Sau? Wo ist die Sau? Ich hab den doch vorhin gesehen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Creeper? Ach, der ist explodiert. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das tatsächlich nicht gehört. Da ist eine Spinne. Kann ich die... ja. Felsen getroffen. Auch schön. Autsch! Was war das? Das klang schon wieder nach dem Fall. Ich sehe aber kein Skelett, verdammt. Ach so, das war ein Fall, der runtergefallen war. Ja, das... die schmerzen ja auch. So. Okay, die Spinne muss da weg. Zack, zack, zack. Zack. Noch mehr Spinnen.
So, hatte ich sie kurz aus den Augen verloren. Nein. Noch eine Spinne. Das sieht aus, als ob das ein Spinnenspawner wäre schon wieder. Wie viele Spawner gibt es hier, verdammt? Habe ich da gerade einen Creeper oder so gesehen? Auf jeden Fall habe ich eine Spinne gesehen. Dü-dü-dü. Habe ich da einen Creeper gesehen? Ich habe einen Creeper gesehen. Nimm das. Okay. Nimm den auch noch. Eins, zwei, zack. Na, kommst du? Kommst du? Habe ich dich gepiekt? Okay. So, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte dringend Fackeln setzen. Auf YouTube wird es dann irgendwie alles noch viel dunkler. Ist keine böse Absicht, passiert einfach so. Und zwar... Reicht das hier schon an Fackeln? Das könnte theoretisch reichen. Warum schaufel ich den? Achso, ich wollte gucken, ob dahinter irgendwas ist. Vielleicht könnte ich auch diesen Moosstein einfach mal mitnehmen. Ich hatte mir überlegt, eine Brücke zu bauen vom Eingang des Hauses über diesen... Naja, was ist das? Über dieses kleine Tal. Und irgendwie hatte ich, glaube ich, auch angedacht, einen Fluss da durchfließen zu lassen oder irgendwas Vergleichbares. Und da wäre natürlich es ganz nett, wenn die Steine, die auf dem im Fluss sind, vielleicht auch ein bisschen moosig sind. Gibt es ja was? Naja, als Wolleersatz ist das ja auch nicht schlecht. Kakao, ja. Ach man. Irgendwas. Ein Eimer braucht man natürlich auch immer. Jetzt kann ich gleich schon nichts mehr mitnehmen. Der Rest bleibt also hier. Der Moosstein auch. Ich bin nicht deswegen unterwegs. Kohle brauche ich erstmal. So. Davon gibt es ja hier wieder genügend. So. Sollte ich dann auch gleich ausreichend Kohle, wenn ich hier wieder raus bin, haben, um einigermaßen klar zu kommen. Das Eisen nehme ich natürlich auch mit. Na? Ja, da muss ich mal eben Treppchen runterbauen. Und weiter geht's. Hier, die Kohle. Die kommt weg. Die Kohle kommt weg. So. Na. Fokus mal eben auf der Kohle behalten. Irgendwie. Passiert mir das immer. Immer, immer, immer. Bin ich etwa ein ungeduldiger Let's Player? Minecraft-Spieler? Ich glaube ja. Ist da noch was? Nein. So, weg. So, ging es hier noch. Irgendwie ging es doch hier auch noch weiter. Da packe ich mal eben. Ich sollte gleich was essen. Mache ich jetzt auch zuerst. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. So. Das war eigentlich einer mehr, als ich wollte. Schönes kleines Treppchen. Und die Fackel nicht vergessen, sonst sieht man nachher nichts. Tack. So. Da ist ja eigentlich nicht so viel los gerade. Okay, geht's da hinten noch weiter? Irgendwie ja. Interessiert mich das gerade, was da hinten noch ist? Eigentlich schon. Aber ich glaube, ich habe auch nicht so viele Spitzhacken mit. Eine noch. Oh ja, mal gucken auf jeden Fall. Stopp. So. Das sieht nach einer Mine aus. Das sieht tatsächlich nach einer Mine aus. Im Minen habe ich Probleme mit den Fackeln rechts, weil die sind so durcheinander immer. Da nützt es dann echt nicht mehr viel. Das fängt ja hier schon an, wo gehe ich denn jetzt als erstes lang? Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Also hier geht es auf jeden Fall lang, weil dann ändern. Nee, das war nur so. So, okay. Erstmal hier. Okay, weiter geht's. Da ist ein kleines Wässerchen.
Gibt's hier irgendwelche Monster? Gerade jetzt nicht wirklich. Das Wasser nervt. Kriege ich das irgendwie weg? Kriege ich das weg? Ja, kriege ich. Zack. Und weg ist es. Da hinten sind ganz viele Spinnennetze und Schienen. Cool. Unten Abgrund. Na gut. Planänderung. Erforsche den Abgrund. Naja, zumindest solange die Spitzhacke. Ja, ich kann mir auch einen Ofen, eine Werkbank und einen Krab bauen. Ist jetzt nicht so das Problem. Also werde ich jetzt erstmal hier wahrscheinlich die nächsten 78 Stunden in der Mine zubringen. Spinnennetze, wenn man das denn möchte, mit dem Schwert. Ich habe noch ein Ersatzschwert. Naja, gut, da kann ich auch ein bisschen damit rumasen. So schön das hier auch sein mag, das schließe ich mal lieber mit Cobblestone. Ich weiß nicht warum, aber es ist mir irgendwie sicherer. So. Dann mache ich den hier auch wieder schön. Schön dicht. Ah, ah. Ein paar habe ich noch, oder? Ich habe keinen Cobblestone mehr. Gravel tut's auch. Okay. Oh, hier gibt's ja auch jede Menge Holz eigentlich. Holz brauche ich eigentlich irgendwie auch immer. Nee, das ist jetzt gerade kein Holz. So. Vielleicht wird es dann auch etwas übersichtlicher. Auf jeden Fall kann ich sehen, wo ich gewesen bin und wo nicht. So. Machen wir das wirklich alles weg? Alles? Ich glaube, da bin ich echt mehrere Tage dann beschäftigt. Geht's da? Ah, da geht's auch noch rein. Nein, ich werde nicht alles kaputt hacken. Und ich wollte auch nicht da lang, ich wollte jetzt da lang. Schwert. Links, rechts, rechts lang. Rechts, Fackel. Fackel. Und hier war ich hier schon mal. Hier war ich. Ne, hier war ich. Ich war hier noch nicht. Sieht aber sicher aus. Ah, kann ich aber die Kohle mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich nachher aus der Mine wieder rauskomme. Wie gesagt, mit Fackel rechts, Fackel links funktioniert er irgendwie nicht. Ein zu großes da bin ich wohl in einem Spinnennetz hängen geblieben. Das Wollersatz einfach mal mitnehmen. So. Gucke ich mal. Kohle. Ich glaube auch, dass ich fast schon wieder so viel Kohle habe, dass ich erstmal das wieder sein lassen kann. Ich denke, ja. So. Ist hier noch irgendwas? Hier ist rein gar nichts. Das ist auch mal eigentlich ganz schön. Okay, weiter geht's. Hat irgendjemand vielleicht einen Tipp für mich, wie man aus Minen wieder rausfindet? Nicht, dass ich hier wirklich jetzt die nächsten 68 Folgen in der Mine rumirre und nicht mehr rausfinde. Ich glaube, das würde gar keinen Spaß machen. Ich glaube, ich wäre dann auch ein bisschen gefrustet. Vielleicht so am Rande ein bisschen. Kleines bisschen. Nur so ein bisschen. Ein bisschen gefrustet. Tja. Irgendwas sehe ich immer irgendwas Oranges, aber ich weiß nicht, was das jetzt wäre. Natürlich Kabel echt nett, damit ich hier mal ein bisschen abdichten kann. So, gefällt mir besser. Uah! Oh! Hat der mich erschreckt, ey. Uah! Hula! Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Oh. Okay.
Oh Mann, ey. Ja, jetzt bin ich erstmal wieder wach. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich? Ja, ein paar machen wir noch. Oh, bin ich wach. War doch gar nicht so schlimm. Der kam noch dann um die Ecke und hat geschossen. Holla. Ah, egal. Ja, ich glaube, das hier ist das richtige Werkzeug für Schienen. Naja, wird sie umso weniger halten, die gute Spitzhacke.